Ich werde dir den Liftöffner niemals geben. Das werden wir ja sehen. Du Rüppel. Oh, ein süßes Ebuji. Doch auch es wird zugrunde gehen. Ich hätte meinen Gangolf heilen sollen. Oh, da steckt aber die Glut gut weg. Ja, doch. Ah, es brennt. Ja, das war wohl nix. Ne? Ja? Rum. Und Tauros. Wechseln? Ja. Beschleunigen das Ganze mit Durchbruch. Dann dürfte das ja eigentlich problemlos gehen und auch wieder ordentlich Erfahrungspunkte geben. Ah, Tauros hat Bedroher, okay. Ich weiß gar nicht, was die andere Fähigkeit ist von Tauros. Die Fähigkeit 10, was da noch versteckt hat. Und besiegt. Ja, gleich sind wir bei Giovanni. Hui. Ich sogar für ein Level Up, hätte ich nicht gedacht. Sonnentag! Habe ich nichts, was ich dafür verwenden kann. Smog will ich auch behalten. Dann nichts mit Feuerboost. Und halt nicht erlernen. Vielleicht bringe ich es jemand anderen bei, wohl Nona oder so, wenn es schon nicht Dürre kann. Besiegt! Oh nein! Oder? Mist, ich habe den Liftöffner verloren! Heb ihn auf, haha, 5-Sekunden-Regel. Ich hab ihn zuerst. Und tschüss. Was gibt es wohl für ein mysteriöses Item da oben? Komm, das finden wir noch schnell heraus. Hier, so, hier. Ah, wusste ich, wir müssen an den Typen vorbei. Ach, ich will wissen, was es ist. Wenn das Meisterball ist, dann. Wenn ich mir den jetzt nicht hole, dann würde ich mich halt schon ein bisschen ärgern. Ich hab die Nase, ich muss niesen. Das ist so cool. Erstmal ein Trank. Nasi, weiter geht's. Wir hörten schon, dass du im Anmarsch bist. Ist es eigentlich politisch korrekt, diesen Rüpeln die ganze Zeit so einen stereotypischen, wow, Regi-Stil, Dialekt, Akzent, Scheiße, Akzent zu geben? Ja, Regi-Stil. Hey, das steckt die Attacken gut weg, obwohl sie sehr effektiv sind. Explosion, boah! Und tschüss, Gangolf. Und tschüss, Volltreffer. Oh Gott, das macht 500 Base-Schaden oder so. Also wie viel hat es? 250, glaube ich. Base, oder? Auf jeden Fall viel zu viel, um es gegen Level 30 Pokémon einzusetzen. Oh, Stalos. Ah, ich mag Stahl-Pokémon. Eine Stahl-Monotype wäre halt auch ziemlich cool gewesen. Da hat man auch nicht so die Auswahl in Gen 3. Ist auch nur Stalos, Cherox, Forstelka. Diese ganzen. Ja. Und. Ah ja, Panzeron. Ja, gut, doch, kommt. Man kriegt auf jeden Fall ein gutes Sechser-Team zusammen. Stimmt schon. Was? Ich hab verloren! Ah. Die haben alle genau 672 Pocket Dollar dabei. Ist auch lustig. Erdbeben! Ich sag doch, das lohnt sich. Das lohnt sich, wa? So. Oh Gott, das ist die schwierigste Entscheidung. Oh, du weißt, das kann keiner lernen. Wow. Das ist merkwürdig. Ich bin mir nicht sicher, dass Galoppa oder so das lernen kann. Oh, Glurak. Glurak kann doch Erdbeben, oder? Ah, wir werden schon noch ein Pokémon bekommen, was Erdbeben lernen kann. Da bin ich mal ganz optimistisch. Aber Erdbeben ist schon mal sehr, sehr geil. Und dich ignorieren wir immer noch, mein Freund. Dann. Naja, Erdbeben ist und bleibt eine meiner absoluten Lieblingsattacken seit Jahren. Mal haut halt ziemlich rein. Und ist als Bodenattacke halt stark gegen viele andere nervige Dinge wie Stahl, Stein und Feuer.
Und halt gegen, dann in den späteren Generationen ist es ja sehr nervig gegen so spezialangriffsfixierte Pokémon, weil die halt entsprechend niedrige, normale physische Verteidigung haben. Ja, ist schon eine sehr schöne Attacke. Und kann halt übelst viele, können übelst viele Pokémon lernen. Aber keine in meinem Team. Stockwerk. Wir müssen jetzt in die 4S. Ich komme zu euch. Jetzt müssen erst, muss ich aber erst gegen irgendwelche Handlanger von ihm kämpfen, ne? Was gibt's hier? Ein Indigo-Stück. Das gibt, glaube ich, Geld, oder? Blaue Schärpe eines antiken Werkzeugs, das vor langer Zeit angefertigt wurde. Also wahrscheinlich was zu verkaufen. Oder? Ja, doch. Ach, stimmt, jetzt muss ich die zwei Kollegen erstmal besiegen. So, das Team... Ach ja, Gangolf war ja besiegt. Das ist nicht cool. Zum Glück habe ich ja noch einen Beleber gefunden. Blip. Und super Trank hinten dran. So, und da ist das schon wieder. Kein Problem. Du warst es, der unsere Pläne am Mondberg zunichte gemacht hat. Ja. Das stimmt wohl. Team Rocket Ripple. Oh, Regeis. Heißt nicht Regeis. Regeis. Wäre natürlich jetzt richtig cool, wenn der dritte jetzt noch. Der rechts steht, ne? Regirock hätte. Ah ja, stimmt, die machen Explosionen. Warum bin ich da nicht gleich drauf gekommen? Ja, und tschüss, Gangolf. Manu. Es soll nicht sein. Dann trainieren wir. Was trainieren wir denn da? Ich hab nie. Ach, Viola. Mal schauen, wie es sich jetzt als Vonuna schlägt. Lapras. Das hat mir jetzt neutraler Schaden für Flammenwurfen. Ja, mal gucken, was wie viel Schaden es macht. Ja, okay. Gesang nervt natürlich jetzt wieder. Generell, Schlafen als Status nervt immer, wenn es der Gegner nicht kassiert. Weißnebel. Sehr sinnlos. Oder war das? Ne, Weißnebel schützt, glaube ich, vor Statusveränderung. War das nicht so? Stimmt, Dunkelnebel hebt die, glaube ich, auf, oder? Boah, benutzt jemand mal solche Attacken? Ach komm, Viola, jetzt wach auf. Du hast hier einen Ruf zu verteidigen oder zurückzugewinnen. Geht doch. Muss ich mich erst beschweren. Jetzt wird es bestimmt Gesang einsetzen, weil die KI... Kacke ist. Oh, das brennt. Konfusstrahl. Kellner schützt Weißnebel anscheinend doch nicht vor. Solche Sachen vielleicht auch nur das Werde gesenkt werden. Ach, ich weiß es echt nicht. Ist mir auch egal. So, die Attacke benutzt doch kein Mensch außerhalb KI. Keifel! Oh, das Lapras hat ganz schön viele Erfahrungspunkte gegeben. Und Keifel bringt jetzt auch nochmal einen ganzen Batzen. Ach ja, wir waren ja verwirrt. Nee. Gut, dafür nur Pulverschnee. Das ist jetzt nicht so dramatisch. Und der Weißnebel lässt nach, was auch immer er tut. Jetzt, ja, komm, jetzt greif aber an. Doch. Ey, das macht mich noch mit Pulverschnee fertig, sage ich euch. Weil ich mich die ganze Zeit einfach selber haue. Oh, Ausdauer. Jetzt hört bestimmt die Verwirrung auf. Nee. Komm. Fick dich! Mann! Jetzt nicht mehr verwirrt. Es geht doch. Mann. Oh, gut. Besiegt es wenigstens gleich. Sehr schön. Hat sich das Warten ja gelohnt. Naja, gut. Dieses Kind ist einfach unschlagbar. Oh, der hat nicht mehr 672. Aber jetzt. Ach, ich belebe Gangolf einfach nochmal wieder. Der hat jetzt, wenn er jetzt Regirock hat, dann tausche ich einfach. So. Und Viola kriegt auch nochmal einen Boost.
Alright. Bla bla bla. Oh, die Schönheit der dunklen Seite der Macht. Alles klar, Darth. Dragoran. Hui. Na, ein Glück, dass ich Gandalf nochmal geheilt habe. Das kann damit gleich umgehen. Mit Darth Rüpels Dragoran. Oh, Silberblick. Da habe ich aber Angst, du. Wow. Dirt E-Points. Graborgs. Sehr schön. Das ist doch mal kein Drachenteam, sondern ein Flugteam. Da kann man ja einwandfrei mit dem Steinhagel durchsweepen. Volltreffer auch noch. Wow. Ja, doch, Steinhagel war eine super Entscheidung von mir. Muss ich mich mal selber loben. Doch, ja, doch. Gut, gegen Smackbook kann man natürlich gut machen, aber... Ja, doch, Steinhagel. Ja, 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 ja. Oh, hätte ich mal lieber Steinhagel gemacht. Scheiße, Stachelspore. Och, Mensch. Zögerst du das noch unnötig heraus? Das greift es bestimmt wieder ewig nicht an. Ja, super. Oh, jetzt wird's nervig. Jetzt wird's nervig. Ist verwirrt. Und es hat sich selbst verletzt. Es ist nicht mehr verwirrt. Aber paralysiert. Och. Doch. Ja, danke. Danke, dass du mir das abnimmst. Sehr, sehr gütig von dir. Dein Ruckzuckhieb. Und dann macht das. Besiegt. Autsch. Ja, nichts mit dunkle Seite der Macht. Huch, ich habe R gedrückt. Entschuldigt mir bitte. Ah, wenn ich L drücke, passiert auch. So. Genug gealbert. Ernst des Lebens geht los. Wir mit dem Mafia-Boss kämpfen. Noch ein Paraheiler. Und los geht's. Hallo. Ich bin schwer beeindruckt. Du bist tatsächlich weit gekommen. Das Team Rocket finanziert mit Pokémon seine finsteren Pläne. Ich bin hier der Boss, Giovanni. Mach dich bereit, Höllenqualen zu erleiden. Wicht. Alles klar, Don Corleone. Ah, schau, was er für ein Team hat. Hat einen pinken Pokéball. Oh nein. Oh nein. Das war nicht gut. Ein Wasserteam. Ein fucking Impergator. Oh mein Gott. Tja, Gargolf, du wirst wahrscheinlich erstmal ein paar fürs Team einstecken müssen. Wahrscheinlich wird er dann an diesem Impergator diverse Supertränke benutzen. Naja, solange es nur Biss einsetzt, ist es ja okay. Aber auch in Verbindung mit Silberblick. Ah, jetzt kommt die Aquaknarre und. Ja. Oh, ho, 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 ho. Komm jetzt, Critical, komm. Auch Silberblick. Gut, kommt mir entgegen. Es kommt bestimmt der Supertrank. Nein, kein Supertrank. Wow, yeah, Impergator ist schon mal besiegt. Es gibt jede Menge Erfahrungspunkte. Sumpex, jetzt wird es richtig nervig. Wechseln ist sinnlos. Das geht ja jetzt eh so oder so drauf. Boah, Sumpex Level 29. Hey. Na, wenigstens. Ja, gut. Okay. Wir haben ein ziemliches Problem, würde ich mal sagen. Aber das hinkriegen, du. Stampfer, mal schauen. Wir können natürlich jetzt versuchen, ihn flinchen zu lassen, ein wenig. Ja, das ist schon mal gut. Nochmal. Komm, einfach die ganze Zeit flinchen. Ist das für eine Chance? Ja! Es klappt. Glaube ich, 30% Chance auf Flinch. Na, ja, Lebensschuss. Ja, sie fragt, ob er jetzt im gelben Bereich einen Trank zückt.
Wow. Ui. Und Init sinkt. Das heißt, Loco ist jetzt schon mal... Ah ne, Ruckzucki. Können wir noch probieren? Macht halt jetzt nicht so viel Schaden. Och, Mann, oh. Ich hätte natürlich auch darauf spekulieren können, dass Galoppa schneller ist. So, das wird jetzt mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit einen Trank mit sich ziehen. Also wenn nicht, würde mich das arg wundern. Wow, okay. Ich bin arg verwundert. Warum benutzt Giovanni keinen Trank? Das ist echt merkwürdig. Und Tentacha, das ist eigentlich... Ah, das ist eigentlich schnell besiegt. Aber warum hat er bei seinem Sumpex keinen Trank benutzt? Hat Giovanni keinen Trank im Spiel? Hm. Merkwürdig. Äußerst merkwürdig. Weil so ist Giovanni dann doch leicht besiegt. Also, mit zwei Verlusten, aber sonst. Ha. Ja, ne. Besiegt. Nein, ich habe kläglich versagt. Offensichtlich trainierst du deine Pokémon sehr sorgfältig. Trotzdem würdest du meine Ziele und Beweggründe nie verstehen. Dieses Mal lasse ich dich noch von dannen ziehen. Doch wir werden uns wiedersehen. Wenn du meinst. Her damit! Und bevor wir den ganzen Weg laufen, haben wir da irgendwo ein Fluchtseil. Yeah! Juhu! Somit haben wir wieder eine ganze Hürde geschafft hier. Das heißt, als nächstes ist natürlich Lavandia angesagt, damit wir an die komische Pockeflöte kommen. Und bis dahin viel Spaß mit den Folgen, die ich hier gerade aufgenommen habe. Es ist komisch, das hinterher zu sagen. Ansonsten noch eine schöne Woche und bis später.